ist er vollzählig. Fast vollzählig. Ist er da? Nee, ganz vollzählig. Hi. In der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seubert. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich begrüße ganz herzlich Sibylle Quennet als die neue Sprecherin im Ministerium für Bildung und Forschung. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Vielen Dank. Vielleicht drei Sätze zu meiner Vita, um auch zu erklären, was so ein bisschen die Ausrichtung unserer Pressearbeit auch beeinflussen könnte. Für diejenigen, die mich vielleicht noch von früher kennen, ich war die letzten 6 Jahre als stellvertretende Chefredakteurin der Mitteldeutschen Zeitung in Halle unterwegs, habe dort die Produktion des Mantels betrieben, war vorher hier 6-7 Jahre lang Leiterin des gemeinsamen Parlamentsbüros von Kölner Stadtanzeiger und Mitteldeutsche Zeitung, davor 7 Jahre Politik- und Nachrichtenchefin in Köln beim Kölner Stadtanzeiger. Die anderen Stationen nur eher kursorisch. Angefangen habe ich bei der BASF, wo ich Werkzeitung gemacht habe. Dann war ich 4 Jahre bei der FAZ in Frankfurt im Politik- und Nachrichtenressort und war knapp 1,5 Jahre als Pressereferentin im damaligen Pressereferat des BMU. Sie sehen, die meiste Zeit habe ich beruflich mich damit beschäftigt, Blatt zu machen. Also insofern, das sind Erfahrungen, die ich auch nicht an der Garderobe des BMBF jetzt abgegeben habe. Ich hoffe, dass ich da noch genügend mitbringe, um zu wissen, wie Sie fragen, wie Sie Themen angehen, was für Sie von Interesse ist. Und ich hoffe, dass wir darüber durchaus in einen intensiven Austausch geraten können. Würde mich zumindest darüber freuen und hoffe in dem Sinne auf eine intensive und gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Viel Freude und viel Erfolg für die neue Aufgabe. Und Sie sollen nicht vom Hof gehen ohne unser Begrüßungspaketchen. Gut. Bitte schön. Ich bedanke mich herzlich. Dann, Herr Seibert, bitte mit dem Bericht aus dem Kabinett. Vorher vielleicht ein kleiner Terminhinweis. Es geht auch schnell. Die Bundeskanzlerin wird an diesem Sonntagabend den Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, zu einem informellen Gespräch und Abendessen im Bundeskanzleramt empfangen. Und das bringt mich dann schon zu den Themen des Kabinetts. Zunächst einmal, das wissen Sie bereits, hat das Kabinett heute ein ganzes Bündel gesetzlicher Regelungen zur weiteren Umsetzung der Energiewende beschlossen. Das Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes, das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende und schließlich die Kapazitätsreserveverordnung. Dazu hat Ihnen Bundesminister Gabriel hier schon eine Stunde lang Rede und Antwort gestanden. Deswegen schlage ich vor, dass ich darauf jetzt nicht näher eingehe. Wenn Sie Fragen haben, werden wir die sicherlich auch beantworten können. Der nächste Punkt vom Bundesjustizminister ins Kabinett eingebracht, der Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung des Rechts der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Damit reagiert die Bundesregierung auch auf die Berichterstattung über einige sehr öffentlich aufgefallene Fälle, wie zum Beispiel den Fall Mollat und höchstrichterliche Rechtsprechung dazu. Wir verfolgen mit diesem Gesetzentwurf das Ziel der Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, indem wir die Anordnungs- und die Fortdauervoraussetzungen konkretisieren. Im Wesentlichen sieht der Gesetzentwurf vor, erstens, dass die Anordnung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus auf gravierende Fälle beschränkt werden soll. Zweitens, dass bei weniger schwerwiegenden Gefahren unverhältnismäßig lange Unterbringungen vermieden werden sollen. Und drittens, dass unverhältnismäßig lange Unterbringungen auch durch eine kürzere Abfolge von externen und jeweils wechselnden Gutachtern begegnet werden soll. Also sich selbst bestätigende Routinebegutachtungen sollen dadurch ausgeschlossen werden. Anschließend hat die Bundesfamilien- und Jugendministerin, in diesem Fall geht es mehr um die Jugend, einen Gesetzentwurf eingebracht, der dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den Gefahren des Konsums von E-Zigaretten und E-Shishas dienen soll. Kinder und Jugendliche sollen also vor gesundheitlichen Schäden durch diese Produkte geschützt werden. Die Abgabe und die Konsumverbote des Jugendschutzgesetzes, die bisher nur für Tabakwaren gegolten haben, werden daher auch auf elektronische Zigaretten und auf elektronische Shishas ausgedehnt. Sie wissen vielleicht, dass gerade diese elektronischen Shishas mit Mango-Geschmack und Ähnlichem besonders auf den Geschmack von Kindern und Jugendlichen zielen. Nach neuen Studien sind sie beide, Zigaretten wie E-Shishas,
Shishas mit deutlichen Gesundheitsrisiken verbunden. Bei vielen wird eine Nikotinlösung eingeatmet. Und auch da, wo das nicht der Fall ist, also bei vermeintlich harmlosen nikotinfreien E-Zigaretten und E-Shishas, können die Flüssigkeiten, die da verwendet werden, eine krebsauslösende Wirkung haben. Und sie können bei Heranwachsenden die Lungenfunktion beeinträchtigen. Außerdem kann der Gebrauch natürlich dazu verleiten, neue Reize zu suchen und auf nikotinhaltige E-Zigaretten oder herkömmliche Zigaretten umzusteigen. Deshalb war es aus Sicht der Bundesregierung nötig, eine Ausweitung der bestehenden Regelung vorzunehmen. So wird nun sichergestellt, dass die Abgabeverbote von Tabakwaren, von E-Zigaretten und E-Shishas an Minderjährige auch im Versandhandel gelten. Und auch das Jugendarbeitsschutzgesetz wird entsprechend angepasst. Arbeitgeber dürfen künftig weder Tabakwaren noch elektronische Zigaretten oder elektronische Shishas an Jugendliche weitergeben. Ein weiterer Punkt im Kabinett, vorgelegt von der Kulturstaatsministerin, der Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Kulturgutschutzrechts. Eine Neuregelung, wie sie schon im Koalitionsvertrag vereinbart ist und wie sie vor allem aus folgenden Gründen erforderlich ist. Erstens muss Deutschland wirksamer gegen den internationalen illegalen Handel mit Kulturgut vorgehen. Das gilt insbesondere dann, wenn, wie wir es zunehmend beobachten, ausländische Terrororganisationen sich Finanzquellen erschließen durch Raubgrabungen, durch illegalen Handel mit Kulturgut ihrer Länder. Auch Deutschland steht in der Verantwortung, wenn Staaten in Krisen- und Kriegsgebieten selber nicht mehr in der Lage sind, ihr kulturelles Erbe zu schützen, dann doch solche Regeln, wie wir sie jetzt festlegen, zu beschließen. Denn es geht auch um das kulturelle Erbe der Menschheit. Durch klare Regelungen zur Ein- und Ausfuhr von Kulturgut leistet Deutschland seinen internationalen Beitrag und setzt somit auch das UNESCO-Übereinkommen von 1970, das Deutschland 2007 ratifiziert hat, wirksamer, effektiver um. Der Bericht der Bundesregierung zum Kulturgutschutz, 2013 war das, hatte eine Novellierung ausdrücklich empfohlen. Darüber hinaus dient dieser Gesetzentwurf auch der Umsetzung der neuen EU-Kulturrückgaberichtlinie von Mai 2014, eine Umsetzung, zu der die Bundesrepublik verpflichtet ist. Zweiter Grund, warum diese Neuregelung erforderlich ist, die seit 23 Jahren geltenden Regeln für die Ausfuhr von Kulturgut in EU-Drittstaaten sollen nunmehr auch für den EU-Binnenmarkt gelten. Die dafür geltenden Alters- und Wertgrenzen, auf das Kunstwerk bezogen, werden deutlich angehoben. Bisher war es möglich, dass man eine Genehmigungspflicht für eine Ausfuhr von Kulturgut ins außereuropäische Ausland dadurch umging, dass man das Kulturgut zunächst in einen EU-Mitgliedstaat brachte und von dort ins außereuropäische Ausland. Das unterläuft natürlich die schon 1955 eingeführte Regelung zum Abwanderungsschutz. Deswegen haben fast alle EU-Mitgliedstaaten auch Ausfuhrregelungen für die Ausfuhr innerhalb des EU-Binnenmarktes geschaffen. Und das tun wir jetzt auch. Damit wird der im Grundgesetz verankerte Schutz von Kulturgut vor Abwanderung ins Ausland gestärkt. Ferner wird die Eintragung von Kulturgut in die Verzeichnisse national wertvollen Kulturguts der Länder durch diesen Gesetzentwurf transparenter ausgestaltet. Die Sachverständigenausschüsse, die das festlegen, werden wesentlich gestärkt, indem eben eine Eintragung in diese Liste künftig von ihrer ausdrücklichen Zustimmung abhängig gemacht wird. Und dritter und letzter Punkt. Mit dem Gesetzentwurf werden zentrale Bereiche des Kulturgutschutzes, Regelungen gegen illegale Einfuhr, Kulturgüterrückgaberecht und Abwanderungsschutz miteinander in einem Gesetz systematisch verzahnt. Das schafft Klarheit, das schafft Rechtssicherheit. Und schließlich, zuletzt, werden mit dem Gesetzentwurf auch die Sammlungen öffentlicher Museen und die Sammlungen öffentlicher Archive umfassender geschützt nach Maßgabe europäischen Rechts. Das Kabinett, das, wie Sie wissen, hat einen ständigen Tagesordnungspunkt Flüchtling, Entwicklung der Flüchtlingslage. Da ging es heute um zweierlei Dinge. Zunächst einmal hat die Bundesministerin der Verteidigung zum Stand der Unterstützung des Bundes bei der Unterbringung der ankommenden Flüchtlinge berichtet. Ich will das ganz kurz machen. Sie wissen ja, die grundsätzliche Zuständigkeit für die Unterbringung von Flüchtlingen liegt bei den Ländern und Kommunen. Ende September hatten sich Bund und Länder auf ein umfassendes Maßnahmenpaket geeinigt. Und zu diesen Maßnahmen zählt auch, dass den Kommunen bundeseigene Liegenschaften mietfrei zur Verfügung gestellt werden.
Zwischenbilanz Stand 2. November. Bisher wurden knapp 115.000 Unterbringungsplätze in Liegenschaften der BIMA, also der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, bereitgestellt. 115.000 Unterbringungsplätze. Dazu zählen auch etwa 32.000 Unterbringungsplätze, die von der Bundeswehr entweder zurückgegeben oder zur Mitbenutzung freigegeben wurden. Zurzeit werden zusätzliche schnell verfügbare Liegenschaften geprüft. Dabei werden sie erst einmal identifiziert, erkundet und dann gegebenenfalls auf Kosten des Bundes hergerichtet. Daran wird mit Hochdruck gearbeitet. Und der zweite Punkt der Befassung unter der Überschrift Flüchtlingslage war ein Austausch über die Erwartungen an den EU-Afrika-Gipfel, der in der kommenden Woche auf Malta in Valletta stattfinden wird. Soweit der Bericht aus dem Kabinett. Vielen Dank, Herr Sabat. Das Auswärtige Amt hat auch noch eine Terminankündigung. Bitte schön. Ja, es haben ja einige Kollegen von Ihnen mehrfach angefragt, wann denn jetzt das Ukraine-Treffen stattfindet, das sogenannte Treffen im Normandie-Format. Ich kann Ihnen bestätigen, dass es am Freitagnachmittag stattfinden wird. Das Treffen beginnt um 14 Uhr. Wir werden Ihnen Details zum Pressetermin und zur Akkreditierung in den nächsten Stunden zukommen lassen. Vielleicht lassen Sie mich ein paar Punkte zum generellen Stand der Entwicklung in der Ukraine-Krise sagen, weil auch wenn die Ukraine-Krise von den Headlines und den Schlagzeilen der Blätter verschwunden ist, so bleibt diese Krise ganz oben auf der Tagesordnung der Bundesregierung. In den letzten Wochen haben wir eine Menge erreicht. Der Waffenstillstand hält weitgehend seit mehr als zwei Monate sogar. Das ist für die Menschen ein lang ersehntes Durchatmen. Es gibt Fortschritte in der Kontaktgruppe, etwa beim Gefangenenaustausch, bei der Verbesserung der Bewegungsfreiheit und bei einigen wirtschaftlichen Fragen. Der in Paris vereinbarte Rückzug der leichten Waffen kommt gut voran und könnte vielleicht sogar als Modell für den Abzug der schweren Waffen herhalten. Klar ist aber, belastbar wird dieser Waffenstillstand auf Dauer nur sein, wenn wir auch bei der politischen Lösung des Konfliktes Fortschritte machen. Hier dürfen wir nicht nachlassen. Und deshalb ist auch das Normandie-Treffen jetzt am Freitag so wichtig. Es sind neben den positiven Aspekten, die ich genannt habe, natürlich noch schwierige Aufgaben, die vor uns stehen, vor allem schwierige politische Fragen. Da geht es zum Beispiel um das Dezentralisierungsgesetz oder die Verfassungsreform. Dazu hat es gestern Gespräche in der AG Politik gegeben, wo es noch Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber gleichzeitig werden wir auch am Freitag, was heißt auch, das wird am Freitag eins der Themen sein. Was den Zugang der OSZE-Beobachter angeht, auch hier muss es uns gelingen, dass wir für die Beobachter, aber auch für die internationalen Organisationen lückenlosen Zugang gewährt bekommen in den von den Separatisten kontrollierten Gebieten. Also zu all diesen Themen wollen wir am Freitag eine Bestandsaufnahme machen und konkrete nächste Schritte vereinbaren. Dem Treffen am Freitag wird eine Vorbereitungsrunde auf hoher Beamtenebene vorausgehen. So ist es ja meistens, wenn sich die Außenminister treffen. Vorher treffen sich entweder die politischen Direktoren oder es gab auch schon mal Treffen, wo sich die Staatssekretäre im Vorfeld der Außenministertreffen getroffen haben und miteinander beraten haben. So viel zu dem Normandie-Treffen. Gibt es Fragen dazu? Das müsste das Richtige sein. Ich kann es gerade nicht sehen. Leuchtet das? Татьяна Фирсова, russische Presseagentur, РИА Новости. Frau Schäbli, habe ich richtig verstanden, dass dieses Treffen wird dann zur Vorbereitung von einem anderen Treffen dienen, und zwar auf einer hohen Ebene. Und gibt es vielleicht nie? Nee. Das ist, am Freitag treffen sich die Außenminister. Und das, was ich jetzt am Ende gesagt habe, ist, dass im Vorfeld des Treffens, am selben Tag, am Freitag, es ein Treffen auf Beamtenebene geben wird. Und das ist häufig der Fall. Also bisher war das immer so, dass wenn sich die Außenminister getroffen haben, sich vorher die politischen Direktoren auch zusammengesetzt haben, um das Treffen der Außenminister dann vorzubereiten.
Ja, aber gibt es auch Überlegungen, dass nach diesem Treffen wird ein nächstes Treffen und zwar auf einer höheren Ebene stattfinden? Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Steht gerade nicht auf der Tagesordnung und weiß nicht, ob Herr Seibert dazu. Nein. Weitere Fragen dazu? Dann hatte sich Herr Jung zum Kabinett gemeldet, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, zum Kulturgutschutz. Genau, da würde mich interessieren, 80 bis 90% der Kulturgüter laut Studien, die aus IS-kontrollierten Gebieten kommen, landen in den USA. Da würde mich interessieren, vielleicht vom Auswärtigen Amt und Herrn Seibert, ob die Bundesregierung das merkwürdig findet und wie viel Prozent landen diese Kulturgüter aus IS-Gebieten in Deutschland? Hat der Zoll da vielleicht Zahlen oder andere Behörden? Also zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, kann ich überhaupt nicht sagen, was da jetzt in den USA landet. Konkrete Zahlen auch zu dem, zu der zweiten Frage habe ich nicht. Gibt es irgendeinen Hinweis, dass irgendein Kulturgut aus IS-kontrollierten Gebieten bisher in Deutschland gelandet ist? Und mich würde interessieren, wann ist ein Kulturgut ein Kulturgut? Also ich weiß nicht, ob ein Kulturgut jemals in Deutschland gelandet ist. Aber letztendlich hat doch Herr Seibert ganz genau beschrieben, was das Interesse der Bundesregierung bei diesem Kulturgüterschutzgesetz angeht. Wir tun auf nationaler Ebene das, was wir tun können und was wir tun müssen, um Kulturgut zu beschützen. Wir tun auf europäischer Ebene das, was wir tun müssen, um gemeinsam mit den europäischen Partnern beim Thema Kulturschutz voranzukommen. Und wir tun auf internationaler Ebene, und dazu hat Herr Seibert ja auch beigetragen, auch einen wichtigen, fundamentalen Beitrag dazu, Kulturgüter zu schützen. Sie wissen, wir haben alle die Bilder gesehen von Palmyra und aus dem Irak und aus Syrien, wie barbarisch ISIS vorgeht und wie bewusst sie eigentlich gegen Kulturgut vorgeht. Und da geht es ja vor allem darum, geht es ja nicht um einen Stein, den sie zerstören, sondern es geht darum, eigentlich die Identität einer ganzen Bevölkerung damit zu zerstören, zu zeigen, diese Steine, die ihr hier verehrt habt, die sind überhaupt nicht wert. Und wir entwurzeln euch. Und wir wollen euch, im Prinzip geht es um eine Entwurzelung für die Menschen. Sie rauben ihnen ihre Identität. Die Klassifizierung dessen, was ein Kulturgut ist, kann ich Ihnen juristisch gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber Sie wissen ja auch, wenn wir hier über Kulturgüterschutz reden oder wenn wir die medialen Debatten zumindest verfolgen, ging es ja vor allem um Kulturgüter im Irak, in Syrien und um den Schutz vor den Kulturgütern vor Ort. Ich will das vielleicht, wenn ich darf, ganz kurz ergänzen. Ich finde, Frau Schäbli hat das gerade wunderbar beschrieben, was diese barbarischen Akte des sogenannten Islamischen Staats in Palmyra und an anderen Orten wirklich bedeuten, was sie auslösen sollen. Wir beobachten ja nicht nur diese Zerstörungen, diese Plünderungen, sondern wir beobachten auch, und dafür gibt es sehr ernsthafte Hinweise, dass eben Raubgrabungen und illegaler Handel auch zu den Finanzierungsquellen solcher Terrororganisationen zählen. Und klare Gesetze, die Deutschland sich jetzt gibt zu Ein- und Ausfuhr und für An- und Verkauf von Kulturgut, sind unser internationaler Beitrag, um dagegen vorzugehen. Zu der Frage, wie definiert man Kulturgut? Ich kann es auch nicht weltweit machen. Ich kann aber sagen, dass dieser Gesetzentwurf für Deutschland national wertvolles Kulturgut definiert. Der Gesetzentwurf ist übrigens eingestellt unter www.kulturstaatsministerin.de für jeden zum Nachlesen. Die Definition in § 7 des Gesetzentwurfs lautet: ein Kunstwerk, das besonders bedeutsam für das kulturelle Erbe Deutschlands und damit identitätsstiftend für Deutschland ist, dessen Abwanderung einen wesentlichen Verlust für den deutschen Kulturbesitz bedeuten würde und deshalb sein Verbleib im Bundesgebiet im herausragenden kulturellen öffentlichen Interesse liegt. Das ist die Definition, mit der dieses Kulturgutschutzrecht arbeitet. Also geht es gar nicht um Kulturgüter aus ISIS-kontrollierten Gebieten? Sie haben nicht richtig zugehört, wenn ich das sagen darf. Naja, und ich hatte ja bemüht, es vorzutragen, und man kann es, wie gesagt, auch nachlesen. Es hat beide Richtungen. Es geht um die Frage, welches Kulturgut darf hier in Deutschland eingeführt werden, und da wollen wir eben dem einen Riegel vorschieben, dass hier in Deutschland Kulturgut gehandelt wird, das einer anderen Nation geraubt worden ist und durch Terroristen in Umlauf gebracht worden ist.
Und dann gibt es die Frage des der Ausfuhr von Kulturgut aus Deutschland in EU-Mitgliedstaaten und in Drittländer. Beide Richtungen sind von diesem Gesetz betroffen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Gibt es andere Fragen zu anderen Themen aus dem Kabinett? Herr Kollege? Ja. Ich wollte fragen, ob es nach dem Treffen der Bundeskanzlerin mit Tusk keine Presseunterrichtung gibt. Nein, wie bei solchen informellen Abendessen üblich, gibt es die nicht. Weitere Fragen zu dem Treffen mit dem Ratspräsidenten? Dann Herr Jung, dann neun Thema. Zum Thema Angriff auf Flüchtlingsheime, Herr Plate, wie ist die Entwicklung der rechtsextremen Gefährder im Land? Können Sie mal die Zahlen sagen, wie viele rechtsextreme Gefährder es in Deutschland gibt im Vergleich zu islamistischen Gefährdern? Ja, kann ich gerne machen, Herr Jung. Also vielleicht einleitend, wenn ich das darf, noch mal ganz kurz zur Erinnerung, was der Gefährderbegriff bedeutet, weil man diesen Begriff, das ist ein sehr spezieller polizeilicher Begriff ist, jetzt vielleicht auch nicht dahingehend überbewerten darf, dass er allumfassend alle Menschen abbildet, die irgendwie geartete, rechtsextrem motivierte Straftaten begehen könnten. Es ist vielmehr so, dass ein Gefährder eine Person ist, bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des Paragraphen 100a Strafprozessordnung begehen wird. Dies vorweggeschickt ist es so, dass aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität rechts im Moment von 15 Gefährdern ausgehen und von 120 sogenannten relevanten Personen. Das ist ein erweiterter Kreis. Und aus dem Bereich islamistischer Terrorismus ist die Zahl circa 420 Gefährder und 320 grob weitere relevante Personen. Zusatz? Ich weiß noch, vor 3 Monaten gab es 280 islamistische Gefährder. Das heißt, in den letzten Monaten gibt es 50% mehr islamistische Gefährder in Deutschland, aber bei den rechtsextremen Gefährdern stagniert die Zahl. Wie kommt das, gerade im Hinblick auf die Flüchtlingssituation und auf die teils rechtsextremen Anschläge? Ich kann das mit den 50% natürlich nicht ganz bestätigen. Rechnerisch stimmt das nicht so ganz, auch angesichts der Zahlen, die Sie selber genannt haben. Aber in der Tat ist der Aufwuchs in dem Bereich erheblicher ausgefallen als in dem anderen von Ihnen genannten Bereich. Das erklärt sich einerseits mit der Definition des Gefährders, die ja doch sehr speziell und auf sehr spezielle, sehr schwere Straftaten gemünzt ist. Zum anderen weise ich nur noch mal darauf hin, dass gerade dass die Untersuchung des BKA bezüglich des Anstiegs Straftaten gegen Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte ja ergeben haben, dass in der Tat bei etwa 70% der Tatverdächtigen keine einschlägige Vorbelastung aus dem Bereich PMK-Rechts zum Beispiel vorliegt. Und sodass wir mit einer gewissen Sorge sehen, dass jedenfalls ein Stück weit zu beobachten ist, dass das Phänomen solcher Straftaten ein bisschen in Richtung Mitte der Gesellschaft rückt. Ob das eine umfassende Erklärung für die Frage ist, die Sie gestellt haben, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, glaube ich, sagen, aber es ist jedenfalls ein Erklärungsansatz. Dann Frau Wiefers mit einem neuen Thema. Herr Seibert, ich habe eine Frage zu VW. Die Kanzlerin hatte gestern beim Tag der deutschen Industrie gesagt, dass durch die Abgas-Schwierigkeiten, will ich es mal sagen, die VW hat, das Marken- und Gütezeichen Made in Germany nicht gefährdet ist oder beschädigt ist. Ich kann es jetzt nicht ganz genau zitieren. Da wusste sie, glaube ich, noch nicht, dass VW jetzt auch bei CO2 Schwierigkeiten hat. Gilt diese Aussage unverändert? Ja, die gilt. Wie auch die Überzeugung der Bundesregierung gilt, dass diese Vorwürfe ernst zu nehmen sind und dass VW in der Pflicht steht, transparent und umfassend aufzuklären. Diese Zusage hat VW erteilt. Es ist ja immerhin interessant, dass die neuesten Unregelmäßigkeiten bei den CO2-Werten sozusagen von VW selber als Ergebnis seiner Aufklärungsarbeit genannt wurden. Das ist ganz wichtig, dass diese Aufklärung vom Konzern selber transparent und gründlich geleistet wird. Die Grünen hatten eine, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, eine europäische Zulassungsstelle gefordert. Wie steht denn die Bundesregierung zu einem solchen Vorschlag? Das wäre vielleicht eher eine Frage für die Kollegen von Wirtschaft und Verkehr. Gerne, wer auch immer sich dazu äußern kann.
Also es gibt die nationale Zulassungsstelle, das ist das Kraftfahrtbundesamt, und das Kraftfahrtbundesamt prüft im Rahmen der europäischen Regelungen die Konformität der Fahrzeuge. Was wir auf europäischer Ebene machen, ist die Prüfverfahren weiterzuentwickeln. Dazu gab es ja auch in der vergangenen Woche Entscheidungen zu dem sogenannten RDE-Verfahren. Zu anderen Dingen kann ich jetzt hier keine Stellung nehmen. Was wir natürlich auch immer machen, ist die Konformität der Fahrzeuge zu untersuchen. Ich schließe mich ausdrücklich dem an, was Herr Seibert hier auch gesagt hat, dass jetzt hier an solche Sachverhalte auch von VW kommuniziert werden und erkannt werden, ist auch ein Ergebnis der Arbeit unserer Untersuchungskommission, die der Minister eingesetzt hat, die VW ausdrücklich aufgefordert hat, an allen Stellen zu prüfen, ob es Manipulationen gibt. Und wenn solche zutage treten, ist das eben Teil der Aufklärungsarbeit. Ich will noch was hinzufügen zu der Erwartung an den Konzern, umfassend und transparent aufzuklären. Hatte die Bundeskanzlerin auch mehrere Male in der Vergangenheit die Erwartung geäußert, dass die Strukturen in der Zukunft so sind, dass so etwas nicht wieder passieren kann. Und es ist also wichtig, Zugstrukturen zu schaffen, um solche Vorfälle zu vermeiden. Auch diese Erwartung gilt. Herr Prössl dazu. Hallo? Ups, ja, Bauer, Hessischer Rundfunk. Zu dem, was Herr Seibert, was Sie gerade gesagt haben, die Bedeutung des Aufklärungswillens von VW. Ist es nicht aber auch ein bisschen ein Armutszeugnis der deutschen Behörden, dass man jetzt so stark darauf setzt, dass der Konzern, also der Beschuldigte, selbst die Aufklärung leistet? Immerhin geht es um überschrittene, potenziell gesundheitsschädliche Grenzwerte. Da würde ich mir doch wünschen, dass die Regierung und die zuständigen Behörden da deutliches Aufklärungsinteresse zeigen. Kommt oder ist das nicht ein bisschen zu wenig, was da passiert, verbunden vielleicht auch mit der Frage an Herrn Strater, wie weit ist man denn beim Kraftfahrzeugbundesamt mit den Nachprüfungen, die ja versprochen wurden? Wenn aufgedeckt wird, dann kommt es entweder von VW oder aus Amerika. Das muss doch auch unbefriedigend sein. Also auf Ihre Frage hin, ich habe ja nicht gesagt, dass ausschließlich der VW-Konzern sich mit der Aufklärung befassen soll. Sie wissen, dass schon im September der Bundesverkehrsminister eine Untersuchungskommission eingesetzt hat, die sich mit diesem ganzen Komplex natürlich auch befasst, die bereits im September ihre Arbeit aufgenommen hat. Trotzdem ist es am Konzern, auch mit den Behörden, sowohl in den USA wie hier, intensiv zusammenzuarbeiten und Aufklärung zu leisten. Ja, vielleicht ergänzend. Also wir haben einen klaren Maßnahmenplan. Dazu gehört die Untersuchungskommission, die unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe eingesetzt worden ist. Die Kommission hat VW aufgefordert, eben an allen Stellen zu prüfen. Und nun werden Sachverhalte bekannt. Es ist also Teil der Aufklärungsarbeit. Der zweite Schritt, den der Minister eingeleitet hat nach Bekanntwerden der Vorwürfe, waren die Anordnung der strengen Nachprüfungen von den in Rede stehenden Dieselfahrzeugen, aber auch von anderen Fahrzeugen in- und ausländischer Hersteller, Volumenherstellern. Wenn Sie fragen, wie weit wir damit sind, diese Untersuchungen laufen noch. Wir kommunizieren dort auch keine Einzelheiten, sondern wenn es Ergebnisse gibt, werden die im Gesamtpaket vorgestellt. Insofern kann ich da jetzt auch keine Zwischenergebnisse nennen, sondern das ist ein Gesamtpaket von vielen Fahrzeugen, die da getestet werden. Und da werden wir dann das Gesamtergebnis auch kommunizieren. Kurze Nachfrage dazu. Das heißt, wenn Sie jetzt bei diesen Nachprüfungen feststellen würden, dass bei einzelnen Fahrzeugen, sei es von VW oder von anderen Herstellern, merkwürdige Sachen auftreten, dann würden Sie das nicht kommunizieren, bis Sie nicht mit allen Autos durch sind, die Sie prüfen wollen? Sie müssen sehen, auch solche Überprüfungen laufen in verschiedenen Stufen ab. Sie gewinnen Rohdaten, diese Daten müssen ausgewertet werden, müssen vielleicht nochmal gegengeprüft werden. Insofern sind dort Aussagen, Zwischenergebnisse auch nicht hilfreich, sondern wenn diese Untersuchungen abgeschlossen werden, wenn es dort Erkenntnisse gibt, dann werden die auch im Gesamtpaket vorgestellt. Und dann wird auch über Konsequenzen dann zu sprechen sein. Habe ich eine weitere Wortmeldung von Ihnen gesehen zum Thema VW? Ja, ich hätte ein paar Fragen an Herrn Strater. Diese Untersuchungen, die sollen natürlich die Dieselwerten überprüfen, auch die CO2-Werten. War das von vornherein geplant, dass man das auch schaut? Und dann eine Lernfrage, wie funktioniert das? Also diese Modelle, diese 800.000 Modelle, die jetzt VW genannt hat, die, wenn ich das richtig verstehe, die Zulassung wurde in Deutschland gemacht und gilt europaweit.
Wie funktioniert das jetzt, wenn die Zulassung dann ungültig ist oder wenn die Zulassung doch irgendwie nicht in Ordnung, also nicht entspricht im Endeffekt diese CO2-Werten? Gibt es da Auswirkungen europaweit und gibt es auch Auswirkungen auf diese Kfz-Steuer? Und eine Frage an Herrn Seibert, wenn ich darf. Diese neue Affäre für CO2-Frage, man beobachtet, dass die CO2-Werten von Autos jetzt in Deutschland nicht transparent oder nicht zuverlässig rausgegeben worden sind. In China gibt es auch neue Enthüllungen, dass die Kohlekraftwerke dort viel mehr CO2 emittieren als vorher gedacht. Sehen Sie da eine Gefahr für die ganze Debatte um Klima und CO2-Fragen und Klimaerwärmung vor dieser Klimakonferenz in Paris? Also ich fange mal an mit den Nachprüfungen. Ich kann Ihnen das technisch nicht genau erklären, welche Parameter da jetzt im Einzelnen nachgemessen werden. Das sind Tests, die sowohl als auf der Rolle als auch auf der Straße passieren, schon nach strengen RDE-Prüfverfahren. Wir gehen also hier schon einen Schritt weiter, als das gesetzlich sowieso vorgesehen ist, im bisherigen Rahmen. Und zu dem Komplex 800.000 Fahrzeuge oder auch überschrittene CO2-Werte, damit befasst sich jetzt auch zur Stunde die Untersuchungskommission, die mit VW zusammengetreten ist. VW muss hier detaillierte Unterlagen auch erstmal vorlegen. Die müssen wir dann prüfen. Die Gespräche dauern zur Stunde an. Ich kann Ihnen da im Moment noch kein Ergebnis mitteilen. Herr Madeleine, ich kann darauf nur grundsätzlich antworten. Ich denke, es steht außer Frage, dass das, was der Öffentlichkeit oder den Verbrauchern an CO2-Ausstoß mitgeteilt wird, sei es nun von Autos oder von Kraftwerken, dass das auch dem wahren Ausstoß entsprechen sollte. Und wo das sich als falsch oder nicht richtig herausstellt, da muss ermittelt werden und da muss dafür gesorgt werden, dass diese beiden Dinge zusammenpassen. Zusatz? Ja, Zusatzfrage, wenn ich darf, an Herrn Stratter. War Herr Dobrindt informiert über diese neue Vorwürfe von der EPA in Amerika? Er war letzte Woche in Amerika. Welche Vorwürfe meinen Sie genau? Jetzt ist es kompliziert, aber diese 10.000 Dieselfahrzeuge. Sie meinen die 3-Liter-Maschine? 3 Liter, genau. Ja. Ja, also natürlich sind wir über all diese Vorgänge informiert, auch über diese, die jetzt in der Presse berichtet wurden, die betroffenen 800.000 Fahrzeuge. Darüber hat natürlich VW informiert. Sie wissen auch, der Minister hat ja auch letzte Woche selber mit der EPA gesprochen in den USA. Insofern aber auch über die Schiene-Untersuchungskommission sind wir mit VW im engen konstruktiven Austausch. Und sobald dort auch immer neue Dinge auch berichtet werden oder auch zutage treten, werden die dort detailliert besprochen. Herr Jung dazu? Also, Sie sagten gerade, die Angaben der Autohersteller sollten mit den Angaben, also den wahren Angaben übereinstimmen. Da würde mich interessieren, sollten die übereinstimmen oder müssen die übereinstimmen? Und die zweite Frage ist, wie ernsthaft ist denn der Wunsch der Bundesregierung, also VW das selbst aufklären zu lassen? Weil wenn ein Angeklagter sich seine Tat selbst aufklären soll, dann ist doch das Motiv des Angeklagten, sich nicht selbst zu belasten. Ich kann zu dem zweiten Teil Ihrer Frage nur das sagen, was wir hier nun schon die letzten 10 Minuten dazu gesagt haben. VW muss aufklären, transparent und umfassend. Die Zusage hat der Konzern erteilt. Und für die Bundesregierung besteht kein Grund, daran zu zweifeln. Es ist aber auch nicht nur VW an der Sache beteiligt. Sie wissen, die EPA in den USA ist beteiligt. Sie wissen, dass es eine Untersuchungskommission des Bundesverkehrsministers gibt. Das ist alles ja schon gesagt worden. Und ansonsten, denke ich, muss man erwarten, dass Aussagen, die Verbrauchern gemacht werden, auch eingehalten werden. Sie haben beide Fragen nicht beantwortet. Ich wollte wissen, sollten die Angaben übereinstimmen mit der Wahrheit oder müssen sie übereinstimmen? Und die andere Frage. Ich habe gerade gesagt, man muss erwarten, dass das übereinstimmt. Frau Wefers dazu? Ich wollte von Herrn Stratter noch wissen, ob sich diese Untersuchungskommission jetzt auch mit Porsche beschäftigt. Abgesehen davon, dass sie sowieso ja alle möglichen
Marken testen lassen. Also die Untersuchungskommission befasst sich mit den Dingen, die jetzt auch aktuell berichtet worden sind. Sie haben ja gehört, was dort alles dazugehört. Ich kann das jetzt hier nicht im Einzelnen darlegen, mit welchen einzelnen Punkten, aber Sie können davon ausgehen, dass mit allen aktuell diskutierten Aspekten sich die Untersuchungskommission intensiv befasst. Schlussfolgerungen können wir aber jetzt noch nicht ziehen, weil die Gespräche noch andauern. Ich möchte übrigens hier mal den Hinweis geben, auch der Minister wird sich ja heute noch mal zu dem Thema äußern. Es wird am Nachmittag dazu ja eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag geben. Und da können Sie dann auch Aussagen des Ministers noch mal verfolgen. Hatten Sie gesagt, wann das veröffentlicht wird? Nein. Der Bericht? Nein, hatte ich nicht gesagt. Hatten Sie nicht gesagt? Nein. Können Sie das sagen? Nee, im Moment nicht. Ah, okay. Herr Jung noch mal. Also warum hat die Bundesregierung keinen Zweifel an dem Aufklärungswillen von VW? Weil, wie gerade gesagt, wenn ein Angeklagter selber aufgefordert wird, aufzuklären, dann hat dieser Angeklagte kein Interesse daran, sich selbst zu belasten. Wie kann man da keinen Zweifel haben? Sie stellen mir dieselbe Frage zum zweiten Mal. Ich habe meine Antwort darauf jetzt gegeben. Das war ja keine Antwort, sondern aber ein Ausweichen. Bitte schön. Ich wollte nochmal nachfragen mit der Kfz-Steuer. Gibt es da Auswirkungen rückwirkend möglicherweise über die Kfz-Steuer? Vielleicht richtet sich die Frau an Frau von Thiesenhausen. Ja. Der Kollege vom BMVI hat ja gerade gesagt, dass die Untersuchungen noch laufen. Sie wissen ja, dass die CO2-Werte seit 2009 auch für die Bemessung der Kraftfahrzeugsteuer in Deutschland herangezogen werden. Aber um das Verfahren zu erklären, es gibt da ein zweistufiges Verfahren. Zuerst gibt es diesen Grundlagenbescheid der Zulassungsbehörde. Das ist, glaube ich, auch das, was Sie gerade angesprochen haben. Da werden Abgasnormen und CO2-Normenprüfwerte festgelegt. Das sind die im Kraftfahrzeugsteuerrecht gesetzlich bindenden Grundlagenbescheide. Das ist Aufgabe eben hier BMVI. Und darauf aufbauend in einem zweiten Schritt kommen dann erst die Kfz-Steuerbescheide der Zollverwaltung. Insofern befinden wir uns noch in Phase 1 und ich kann auf eventuelle Auswirkungen für die Kfz-Steuer jetzt noch nicht eingehen. Frau Wefers noch mal dazu oder hat sich das erledigt? Ja, ich habe noch eine andere Frage, aber daran anschließend hat es denn Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, weil Sie sind ja in der Steuerschätzung und es sind ja auch schon Zahlen bekannt geworden, aus dem Bundesfinanzministerium gekommen sind. Sie geben das Stichwort, wir befinden uns in der Steuerschätzung, die läuft derzeit in Nürnberg, morgen um 15 Uhr wird der Bundesfinanzminister die Ergebnisse der November-Steuerschätzung vorstellen und sind Sie herzlich eingeladen teilzunehmen. Vielen Dank, das ist ja schon erfolgt. Ich hatte ja gefragt nach den Erwartungen des Ministeriums und nicht des Arbeitskreises. Aber wir werden vorher natürlich hier nicht auf Einzelheiten eingehen. Das Schätzverfahren dauert ja noch an, darüber werden Sie morgen was erfahren. Die andere Frage auch zu VW? Wenn ich noch dran bin, dann würde ich die noch stellen. An Herrn Seibert nochmal, der BDI-Präsident Grillo hatte gestern gesagt, dass solche Fehler bestraft werden, gleich vom Markt bestraft werden und die Manager aus der Komfortzone heraus müssen. Teilt die Bundesregierung diese Meinung? Ich möchte hier die Rede von Herrn Grillo oder die Aussage von Herrn Grillo nicht kommentieren, die ich auch nicht im Zusammenhang kenne. Ja, aber ich habe das jetzt nicht im Zusammenhang vorliegen und ich glaube auch nicht, dass es einen Grund gibt, die Rede von Herrn Grillo seitens der Bundesregierung zu kommentieren. Die Bundeskanzlerin hat ihre Rede nach Herrn Grillo gehalten und das, was sie dort gesagt hat, auch zum Fall VW, das steht. Dann Herr Kollege mit einem neuen Thema. Bitte schön. Herr Anzwar, ans Bundesgesundheitsministerium geht die Frage. Es tobt seit gestern in den sozialen, also BMG, genau. Ja. Es gibt seit gestern in sozialen Netzwerken so einen kleinen Entrüstungssturm, ich glaube Shitstorm, sagt man dazu auf Neudeutsch, gegen das ZDF und die Redaktion von Maybrit Illner mit Bezug auf die Sendung am kommenden Donnerstag, bei der Herr Grühe ja auch zu Gast sein wird. Und zwar wurde der Präsident des Deutschen Pflegerats da kurzfristig ausgeladen, was für großes Entsetzen sorgt. Meine Frage wäre, wie gerne hätte denn Herr Minister Grühe mit Herrn Westerfellhaus diskutiert oder gibt es ein Bedauern von Herrn Grühe, dass Herr Westerfellhaus nicht dabei sein wird? Also dazu kann ich jetzt aktuell keine Angaben machen. Ich denke, das war eine redaktionelle Entscheidung, aber das ist mir nicht bekannt.
Ich gehe davon aus, dass Herr Grühe gerne mit ihm diskutiert und das auch könnte. Und eine Zusatzfrage vielleicht. Ein großer Teil der Krankenhausreform, die dann auch diskutiert wird, ist ja das, sind die beiden Pflegeprogramme, Pflegezuschlag, Pflegeförderprogramm. Hat das BMG den Eindruck, dass gerade diesen beiden Aspekte auch ausreichend kommuniziert werden in der Öffentlichkeit und in den Medien wahrgenommen werden? Das hoffen wir. Wir betonen das immer. Es ist ganz wichtig, dass die Pflege gestärkt wird und besonders auch die Pflege am Bett. Deshalb haben wir auch diese Krankenhausreform auf den Weg gebracht. Dankeschön. Dann Herr Gawert mit einem neuen Thema. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Es geht um das Atommoratorium von 2011. Da wird ja die Kanzlerin am Freitag vom Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags als Zeugin befragt zu diesem Moratorium. Und in dem Zusammenhang hat der hessische Ministerpräsident Bouffier gesagt zum Thema Schadenersatzforderungen, die es ja von RWE gibt, wegen der Abschaltung von Biblis A und B bei diesem Moratorium, dass ihm eine politische Zusage gegeben worden sei, dass der Bund die Länder bei Schadenersatzforderungen nicht im Regen stehen lässt, so hat er sich ausgedrückt. Gibt es eine solche Zusage? Herr Gawert, die Bundeskanzlerin stellt sich am Freitag den Fragen des Hessischen Untersuchungsausschusses und aus Respekt vor dieser Veranstaltung werde ich zu diesem gesamten Komplex hier überhaupt nichts sagen. Das alles findet in diesem Untersuchungsausschuss statt. Dann, wenn ich darf, noch eine zweite Frage auch an Sie, Herr Seibert, oder vielleicht kann da das Umweltministerium auch aushelfen. Vielleicht können Sie grundsätzlich was zur Rolle sagen des Bundes bei dem Moratorium. Der damalige Umweltminister Röttgen hatte ja, als die Entscheidung gefallen ist, immer betont, dass Bund und Länder gemeinsam diese Entscheidung getroffen hätten. Gelten die Worte von damals noch oder haben Sie heute einen anderen Blick darauf? Ich werde Ihrer Vorberichterstattung für diese Sitzung und Zeugenvernehmung des Hessischen Untersuchungsausschusses hier keine Zitate beisteuern. Die Bundeskanzlerin steht den Damen und Herren des Untersuchungsausschusses so lang und ausgiebig zur Verfügung, wie die das für notwendig halten. Und dort werden all diese Fragen beantwortet, nicht hier. Dem habe ich nichts zu sagen. Ich schließe mich dem an. Danke. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema. Ja, Thema Afghanistan. Die Frage geht an Verteidigungsministerium, ans BMI und an Herrn Seibert. Der BND-Chef Schindler hat jetzt gesagt, glaube ich gestern oder vorgestern, zur Lage in Afghanistan, die politische Lage stagniert, die Wirtschaftslage kippt und die Taliban rücken vor. Afghanistan steht vor einer Abwärtsspirale. Da würde mich von Herrn Seibert interessieren, hört man nicht auf die sogar öffentlichen Angaben des eigenen Geheimdienstes, dass es da überhaupt nicht sicher ist? Dann würde mich interessieren von Herrn Nant, der ranghöchste deutsche NATO-General Hans-Lothar Domröse möchte sogar Luftangriffe gegen Taliban in Afghanistan fliegen lassen. Passt das zu der Einschätzung der Bundesregierung, dass es sichere Gebiete in Afghanistan gibt? Und passen diese beiden letzten Äußerungen vom BND-Chef und dem ranghöchsten NATO-General zum Wunsch des Innenministers, dass man doch erwarten kann, dass die Leute da bleiben? Herr Jung, Sie haben gerade Herrn Schindler zitiert mit drei verschiedenen Aussagen. Die Aussage, dass in Afghanistan nichts sicher ist, die hat er nicht getroffen. Und die haben Sie ihm gerade in den Mund gelegt. Genau. Die Bundesregierung hat natürlich ein Lagebild über die Situation in Afghanistan, das sich aus vielen Quellen speist. Erstens haben wir eine Botschaft in Kabul. Zweitens haben wir immer noch Angehörige der Bundeswehr in Afghanistan. Wir haben Entwicklungshelfer in Afghanistan. Wir haben Partner in Afghanistan. Wir haben Alliierte in Afghanistan. Und wir haben natürlich auch Erkenntnisse unserer Dienste. Das alles fließt zusammen in unsere Beurteilung der Lage in Afghanistan. Wie Sie ja wissen, das hatten wir ja schon in den letzten Wochen, die Diskussion sind wir derzeit in der Phase der Abstimmung, wie wir Resolute Support weiter fortsetzen. Dazu sind wir jetzt einmal in der Abstimmung mit unseren Partnern. Dazu wird Ende November, am 23. November in Berlin, auch ein Treffen stattfinden mit den Partnern, die bei uns gemeinsam dort im Norden eingesetzt sind, wo wir auch weiter besprechen, wie wir es dort fortsetzen. Die Äußerung vom General Domröse muss man in dem Zusammenhang sehen, dass er auch
empfiehlt, eine Diskussion zu machen, wie diese Unterstützungsleistungen aussehen. So, welche sich daraus, oder welche Optionen sich nachher am Ende daraus entwickeln. Das ist natürlich eine Diskussion, die auch im Rahmen der NATO, und das ist ja der Fahrplan bis zum Anfang Dezember im NATO-Außenministertreffen, dort getroffen werden. Ich hätte auch schon vor 2 oder 3 Wochen nochmal deutlich gemacht, worum geht es. Wir haben 350.000 afghanische Sicherheitskräfte ausgebildet. Das ist eine unheimlich hohe Zahl, die wir in wenigen Jahren erreicht haben. Was wir feststellen, ist, dass die Qualität insgesamt noch nicht auf dem Niveau ist, wie wir uns das alles wünschen würden. Das heißt zum Beispiel jetzt auch in Kunduz, es ist dort ein Rückschlag gewesen, dass die Taliban zeitweise oder den Taliban zeitweise es gelungen ist, dort Kunduz zu besetzen. Aber auch dort hat sich gezeigt, dass auch die afghanischen Sicherheitskräfte wieder in der Lage sind, diese Situation zu bereinigen. Wir haben aber insgesamt in Afghanistan 34 Provinzen und deswegen muss man das Gesamtbild Afghanistan sehen. Also wie gesagt, das Entscheidende ist, wir sind jetzt in der Abstimmung, aber was gebraucht wird, auch für die Fortsetzung des Engagements, das geht hierbei um Ausbildung und Beratung. So, und das heißt also eine Fortsetzung der Mission Resolute Support und das sind wirklich die Fähigkeiten, die auch gebraucht werden und alles Weitere werden dann auch die NATO-Außenminister bis Anfang Dezember dann noch weiter besprechen. Was müssen Sie noch was ergänzen? Nö, dem habe ich nicht zu ergänzen. Ich glaube, die Frage vielleicht noch Herrn Plath und dann warte ich auf, ob ich das noch ergänzen kann mit dem, was wir dazu zu sagen haben. Ja, sehr viel Substanzielles möchte ich ehrlich gesagt nicht ergänzen, weil ich im Lichte der Äußerung von Herrn Seibert und Herrn Nant einen einordnenden oder sonst wie zusätzlichen Beitrag zu den Äußerungen des Bundesinnenministers nicht für erforderlich halte. Dann habe ich eine Nachfrage, Herr Plath. Interessiert den Innenminister nicht, was der BND-Chef über Afghanistan sagt? Und an Herrn Nant, Herrn Schäbli, Frau Schäbli und Herr Seibert, ich habe ja letzte Woche schon gefragt, da haben Sie die Antwort verweigert. Woher wissen Sie, wo es in Afghanistan sicher ist und wo ist es laut Bundesregierung sicher? Sie wollen die Menschen dahin schicken, wo es sicher ist. Also können Sie mal bitte erklären, woher Sie wissen, wo es sicher ist? Ich habe Ihnen gerade die verschiedenen Quellen, aus denen sich unsere Beurteilung der Lage in Afghanistan speist, genannt. Vielleicht nur ganz kurz, weil ich gefragt war, Sie können und aus diesen Quellen, Entschuldigung, und aus diesen Quellen wissen wir relativ viel über die Sicherheitslage in den verschiedenen 34 Provinzen des Landes. Also nur ganz kurz von mir, weil Sie gefragt hatten, Sie können selbstverständlich davon ausgehen, dass der Bundesinnenminister mit großem Interesse die Beiträge der Chefs der Bundessicherheitsbehörden verfolgt. Dazu gehört selbstverständlich auch der BND. Ergänzungen noch aus dem Auswärtigen Amt bzw. aus dem... Ich hab dem nichts hinzuzufügen, nein. Dann Herr Kollege mit einem neuen Thema. Ja, anderes Thema, Frage an das Arbeitsministerium. Es geht speziell um das Bildungs- und Teilhabepaket. Da schildert ja der Tagesspiegel heute einen interessanten Fall des Robert-Koch-Gymnasiums hier in Berlin. Frage generell dazu, halten Sie die Verwendung der Mittel in diesem Falle für sinnvoll und hielten Sie gegebenenfalls auch Obergrenzen für sinnvoll, um Auswüchse zu vermeiden? Ja, danke für die Frage. Den angesprochenen Fall von Ihnen in Berlin kann ich nicht oder habe ich nicht zu bewerten, weil es grundsätzlich so ist, dass die Leistungen, die aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ausgezahlt werden, in die Verantwortung der Länder fallen. Wie Sie vielleicht wissen, ist das Bundes- und Teilhabepaket so ausgelegt, dass eben die Umsetzung bei den Ländern liegt. Es wäre auch möglich, dass die Länder eine Obergrenze einrichten könnten. Das ist aus der föderalen Grundordnung, dem BMAS, nicht möglich. Im Gesetz steht drin, dass diese Kosten für Klassenfahrten an den jeweiligen schulrechtlichen Bestimmungen entlang übernommen werden können. Und für die schulrechtlichen Bestimmungen sind eben die Länder zuständig. Kurze Zusatzfrage. Es kommt ja wohl oft in Einzelfällen zu Konflikten zwischen Eltern, die voll unterstützt werden und welchen, die selbst zahlen müssen. Ist es in dem Sinne des Gesetzgebers, dass dann solche Konflikte entstehen? Wie gesagt, die Umsetzung des Bildungspaketes liegt in den Kompetenzen der Länder. Da können wir als BMAS, wie gesagt, keine Obergrenzen festlegen und es würde auch nicht dem Sinn des Bildungspaketes entsprechen, wenn vom Bund dies festgelegt werden würde, sondern es soll ja eben lokal und regional nutzbar sein, sodass die Zuständigen vor Ort auch für die Umsetzung zuständig sind.
an Herrn Jung nochmal mit einem neuen Thema. An Herrn Nant, zur Basis in Termis in Usbekistan. Da würde mich interessieren, ob man mit dem usbekischen Regime schon gesprochen hat, ob man die Basis angesichts des längeren Afghanistan-Einsatzes länger nutzen darf. Und gibt es da schon zustimmende oder ablehnende Signale aus Taschkent und prüfen Sie Alternativen zu Termis? Das haben wir bereits kommuniziert vor 2 oder 3 Wochen, dass wir Termis dort aufgeben werden zum Ende des Jahres. Und dementsprechend sind noch keine weiteren Gespräche notwendig. Dann habe ich noch eine Lernfrage. Wie viel zahlt man, also wie viel hat man der usbekischen Regierung dieses Jahr für die Basis gezahlt? Ex-Minister Gutenberg hatte 2010 von einer Summe von 15,95 Millionen Euro im Jahr 2010 gesprochen. Wie hoch war die Summe dieses Jahr? Herr Jung, dazu kann ich nichts zu sagen. Können Sie es nachreichen? Kann ich auch nicht. Warum? Ich kann es nicht nachreichen. Gibt es andere Fragen zu anderen Themen? Herr Jung? An das Gesundheitsministerium. Da gibt es, es gibt jetzt eine Meldung, dass die Bundesregierung den Anbau und den Verkauf von Cannabis in Deutschland zur Behandlung schwerkranker Schmerzpatienten selber organisieren möchte. Da würde mich interessieren, können Sie das mal ausführen? Also wie soll diese Selbstorganisation funktionieren und was ist ein schwerkranker Schmerzpatient? Also ich kann es leider aktuell noch nicht ausführen, weil das gerade erst die Ressortabstimmung für dieses Gesetz begonnen hat. Es ist richtig, dass da auch von einer Cannabis-Agentur, der Vorschlag von einer Cannabis-Agentur gemacht wird. Der Minister, das könnte ich Ihnen noch geben, hat sich dazu geäußert vor einiger Zeit zu dem Thema, dass es einfach wichtig ist, dass schwerkranken Menschen, denen nur Medizinalhand helfen kann, da auch geholfen werden wird. Und deshalb werden dann auch die rechtlichen Bedingungen angepasst. Und dazu gehört auch die Frage der Kostenerstattung durch die Krankenkassen in diesen medizinisch begründeten Fällen. Aber wie gesagt, da jetzt eben erst die Ressortabstimmung begonnen hat, kann ich da noch nicht genauer drauf eingehen. Zusatz? Ja. Der Bericht sagt auch, dass der Vorschlag der Cannabis-Agentur auch schon im Kanzleramt liegt. Herr Seibert, ist die Kanzlerin für eine Cannabis-Agentur? Und mich würde noch interessieren, vielleicht vom Gesundheitsministerium, in Italien wird ja zum Beispiel Cannabis von der Armee angebaut. Wäre das zum Beispiel eine Aufgabe für die Bundeswehr? Zu dieser einzurichtenden Agentur hat die Kollegin gerade alles gesagt. Das bezieht sich ja auf Cannabis-Anbau für schwerkranke Menschen und in dem Zusammenhang wird jetzt eben dieses Projekt vorangetrieben. Hat die Kanzlerin eine Haltung dazu? Das BMG handelt im Rahmen seiner Ressortzuständigkeit und wird dazu etwas vorlegen, das dann für die ganze Bundesregierung gilt. Und wie bereits gesagt, die Ressortabstimmung hat ja gerade erst begonnen. Das ist alles noch in der Mache. Es gibt noch keinen öffentlichen Entwurf und deshalb kann ich dazu noch nicht genauer darauf eingehen. Hier liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich sage Dankeschön, einen guten Mittwoch. Bis dann, ciao.